Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie werden wir die Lücken Tor auf der Falltafel zu füllen? Vor dem Übergang retten. Deswegen haben wir die Spaltplatte im letzten Video geholt und werden jetzt unten ein Ritual durchführen. Oh. Sind hier schon Leute drin? Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall war die letzte Folge sehr, sehr gruselig gewesen. Ich hoffe, jetzt wird es nicht mehr so anstrengend. Ich habe mich sehr oft erschreckt, Leute. Die letzte Folge war brutal. Oh ja. Ist es Cynthia? Cynthia, bist du es? Nee. Gib doch! Alter. Junge, 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 Junge. Die wollten nicht sterben. Hast du gerade Band für immer oder was ist das? Was ist schon creepy? Was hast du da? Du Verrückte. Ha? Nix? Da muss ich mal reinschießen bei dir. So. Hemd der Schallplatte. Das Lied wird mir den Weg weisen. Okay. Mein Problem ist, ich habe mich wieder erschreckt. Hoffentlich ist nicht Copyright geschützt. Weil sonst habe ich ein Problem. Schnell rein. Jawohl. Schöne Sache. Es wird gruseliger. Ich dachte, es wird nicht mehr so gruselig, aber es sieht auf jeden Fall gruseliger, wenn ich mir das schon anschaue hier. Gone too soon. Wohin sind wir gegangen? Ich bin ja noch da. Wo sind wir gerade? Ich verstehe das nicht. Sind wir noch im Keller? Nee. Keine Ahnung, wo wir sind. Bright Falls. Leiche einer vermissten Jugendlichen im überfluteten Bunker entdeckt. Die seit Samstag letzter Woche vermisste 15-jährige Nora Hesbeck wurde in einem versiegelten unterirdischen Bunker in der Nähe des Wegeheims Valhalla in Bright Falls tot aufgefunden. Als Todesursache wurde Ertrinken gegeben. Der Vorfall ereignete sich während eines Treffens von einheimischen Jugendlichen beim Bunker. Nora wurde zuerst von ihren Eltern am Sonntagmorgen als vermisst gemeldet, als sie feststellten, dass ihre Tochter am Abend zuvor nicht nach Hause gekommen war. Die Polizei wurde eingeschaltet und erhielt von einem Bekannten des Opfers den Tipp, den Bunker zu überprüfen. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Aha. Wer ist sie? Nehmen wir mal die Schrotflinte in die Hand. Und lass uns mal mein Gewehrchen auf die Schnellauswahl 2 setzen. Sehr wichtig. Ich bin nicht deine Mama! Nein! Das ist nicht real! Hilf mir! Oh mein Gott! Ich kann auch nicht mehr! Scheiß auf diesen Ort! Ja, ich will gar nicht weiterlaufen. So, lass uns mal links rumlaufen. Oh, Drowned Lady. Was für eine Lady ist das? Die haben hier sehr komische Geräusche. Irgendwie drehen wir uns im Kreis. Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Aber wie kommen wir raus? Einfach zurücklaufen? Ja. Krass. Haha. Wir sind einfach im Kreis gelaufen die ganze Zeit. Nummer 2. Das sind verschiedene Türen, Bunkertüren, die sind nummeriert. Das ist Nummer 3. So können wir uns das merken. Nummer 1 sind wir im Kreis gelaufen. Nummer 2 und 3 waren verschlossen. Nummer 4 auch. Nummer 5 auch. Hier ist Nummer A9. 1 bis 4.
Da? Ja. Wollt ihr mich verarschen? Oh. Oh mein Gott. Also, wow. Es sieht immer besser und immer besser. Ehrlich. So, Batterie brauchen wir gleich bestimmt. Kein Strom. Kein Strom. Der Schalter funktioniert so nicht. Zu spät. Junge. Kommst du auch nochmal? Komm. Na, laut. Eieieiei. Ich habe ja gehört, dass da jemand ist, aber dass ein Verrückter da ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich brauche Strom, um den Schalter zu nutzen. So, Generator, zack. War falsch, sorry. Zack. Zack. Nochmal. Zack. Niemand da, Gott sei Dank. Ich dachte, ich werde gleich überrascht. RIP. Ist neu, oder? Die Wand ist verschwunden. War das das Licht? Alter. Crazy. Das ist eine Batterie, hallo. Ja, wie soll ich diese Batterie nehmen? Oh mein Gott. Ist ja richtig bescheuert. Ja, aber ich kann hier nichts mehr machen, oder? Doch. Was? Was willst du damit sagen? Wir sind wieder am Anfang angekommen. Ja, wir sind wieder am Anfang angekommen. So. Es ist eine Schleife. Wieder! Ich muss zum Zentrum. Gott, Alter, schon wieder eine Schleife. Aber die Nummer 1 ist diesmal verschlossen. Wir müssen uns die Türen merken. Diesmal ist Nummer 3 auf. Cynthia, sie ist hier. Ja, leider. Leider ist sie hier. Weg. Eine Sackgasse. Super. Ist eine Frage der Zeit, bis wir gecheckt werden. Ist da gerade jemand gerannt? Nach rechts, oder? Ja, ich glaube, nach rechts ist jemand gerannt. Oder ich hab's mir eingebildet. Schau mir das selbst im Video dann nochmal an. Geht's runter, aber hier geht's auch hoch. Licht? Versperrt. Was? Der Schlüssel muss hier sein. Was ist das? Alter, ein Bolzenschneider. Das will ich haben. Eine Sekunde. Einmal auf. Jetzt musst du einen Schlüssel finden und dann wieder zu. Meine Vermutung. Nein? Bolzenschneider wäre nice. Inventar ist voll, das ist mein Problem gerade. Und hier hätte ich den Bolzenschneider gebrauchen können, gell? Ja. Okay. Hier nochmal alles umändern. Zack. Oh. Brauche ich nicht. Gibt es nichts. Nehmen wir mit. Was haben wir da? Gibt nix. Hier ist noch was. Hier ist ein Schlüssel. Werkzeugschrankschlüssel. Nice. Gut. Also heißt es für mich einmal hier zurück.
Tag. Einmal raus. Hier zurück. Gibt es... Nee, gibt es nicht. So, hier zurück. Jetzt können wir hier einen Bolzenschneider mitnehmen. Nice. Sehr schön. Jetzt hier nochmal switchen. Gut. Jetzt können wir hier rein. Und können durch diese Tür. Aber, kannst du mich verarschen? Dann kommst du auf einmal. Exakt, stirb. Stärker gewesen. Die Gegner werden immer stärker, Leute. Zwei Schüsse Strohfinder hat die überlebt. Krass. Gibt's hier was? Oder einfach nur Show? Ja, mal diese Tür auf. Man weiß nie. Gibt's was? Brauche ich nicht. Ja, ich finde es schade, dass ich. Also, ich habe lange keine Inventarplatzerweiterung gefunden. Ich finde es schade. Da kommt jemand. Jungs, war es der Weg war versperrt. Bolzenschneider. Nice! Das wollte ich schon die ganze Zeit haben. Endlich haben wir es bekommen. Oh oh. Es wird dunkler. Es wird dunkler, Leute. Unschön. Okay, Schleife Nummer 3. Ripnor, das ist neu. Zeitungsartikel ist weg. Zeitungsartikel ist weg. Bin mal gespannt, wo wir jetzt reingehen werden. Wieder zurück. Noch tief. Diesmal ist eins komplett aufgesprengt. Und man kann reinlaufen. Hier ist was. Da ist was. Da ist nix. Doch, da ist was. Ich kann's aber nicht nehmen. Weil, oh mein Gott, das ist ja richtig kacke. Man kann's nicht nehmen. Man muss die Perspektive treffen. Hier. Das ist ja richtig kacke, Alter. Aha. Inventar voll, Leute. Eine Sekunde, vielleicht können wir einmal heilen. Nee, können wir nicht. Bringt alles nix. Alles gar nichts. Aber viel zum Heilen. Es könnte sein, dass wir gleich kämpfen müssen. Ist es Tor? Das ist Tor, Leute. Tor ist hier. Jetzt werden wir erfahren, ob er gut oder böse ist. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Okay. Tor! So, ich kann nicht mehr raus. Das ist so dumm. Das tut mir leid, Kleine. Wisst ihr, was wir machen werden? Wir werden jetzt diese Tor, Leuchtfackel werfen. Ich komme! Kann ich es werfen? Ja, kann ich. Zack. Hallo, ich will surfen. Okay. Oh, das geht ja schnell aus. Ich glaube, ich laufe mit der Armbrust lieber rum. Boah, Schwackel, ist das richtig billig. Anmachen. Geht nicht. Was bist denn du? Wasser ertrunken.
Sie haben Thor entführt. Ich bin hier, um ihn zurückzuholen. Ich muss zu Thor. Ich muss die Lampen einschalten, um ihn zu erreichen. Alter. Es ist so verdammt dunkel da unten. Ich bin unter Wasser. Sie hat mich am Grund eingefangen. Ich glaube... Wir müssen ab und zu hoch, glaube ich. Oh Junge, ich hab Piss. Hier. Wo ist die? Ah, da kann man rein, oder? Ja. Ich hab's verdient. Kann ich da rein? Eine dunkle Gestalt drückte sie nach unten. Irgendwie muss ich doch vorankommen. Oder muss ich ganz dahinter? Ist was? Okay, das sind diese Leuchtfackeln. Ich glaube, ich brauche diese Leuchtfackeln. Komm ich weiter. Wieso habe ich das davor nicht gesehen? Da höre ich etwas. Ich muss irgendwie den Strom wieder einschalten. Ich komme hier aber nicht runter, oder? Doch. Gehen wir mal links rum. Raus aus dem Wasser. Hier sind Sachen. Beziehungsweise hier sollten Sachen sein, aber hier ist einfach gar nichts. Unnötig. Irgendwas muss doch jetzt passieren. Nur wieder etwas Unnötiges. Irgendwas passiert gleich. Aber was? Ist auch wieder nichts. Wollt ihr mich verarschen? Hier ist doch was. Nice, Generator. Gehen wir hin. Easy. Nochmal. Licht einschalten. So, mal komplett zurück. Ich lasse sie hier nicht zurück, Thor. Wie wieder zurück? Nein, geht nicht, gell? Müssen wieder außen rumlaufen. Oder hier durch. Nice, Abkürzung. Bitte, lass mich das einfach machen. Jawohl. Es werde Licht. Nice. Es ist kalt. Dunkel. Ich kann nichts sehen, verdammt. Sag Odin, es tut mir leid, dass ich alles verbockt habe. Sie können sich selbst bei ihm entschuldigen. Ah, wir können hier komplett runter. Ich hole sie hier raus. Hey. Odin muss irgendwo sein. Aber wo? Ist überall Licht? Also sind wir eigentlich safe? Also nicht besser. Da ist die. Kämpfen wir gegen die? Ja, oh mein Gott, wir kämpfen gegen die. Nee, ich brauche eine andere Waffe. Nein, ich brauche eine andere Waffe. Oh mein Gott, die killt mich direkt. Halt dich! Yes. Oh mein Gott, halt dich direkt! Was? Eine Sekunde. Sie ist zu schnell. So, jetzt.
Wie kill ich die? Nein, wie kill ich die? Wir müssen jetzt nicht die keilen. So, nochmal. Hallo. Oh mein Gott. Jetzt. Irgendwie muss ich die doch abwehren können. Ja. Ah! Nein. Du Verrückte. Oh, die ist gestorben. Safe. Bestimmt. Wir zwei müssen reden. Ja, müssen wir. Es gibt viel zu besprechen. Aber nicht hier. Wo dann? Die Nacht belauscht uns. Unterhalten wir uns in deinem Kopf. Okay, Profiling oder was? Platz dort, oder? Woher wissen Sie das? Ich bin dein Großvater. Ich weiß doch alles, oder? Irgendwie ist er verrückt. Ab geht's, Profiling. War schon klar irgendwie. Du weißt von meinem Gedankenraum? Wie ist das möglich? Wir alle haben die Macht. Finde die Wahrheit. Und ob ich die habe. Du weißt, dass du eine Seherin bist. Du kannst Gedanken lesen, die Wahrheit sehen, Lügen durchschauen und diese Horrorgeschichte. Wir Andersons sind nicht daran gebunden. Du kannst sie bekämpfen. Schreibe deine eigene Geschichte. Es stimmt. Ich bin eine Seherin. Ich habe Macht. Ja, guten Morgen. Mein Gedankenraum ist mehr, als ich dachte. Das ist nicht meine Intuition. Ich sehe ihre Gedanken. Erinnere ich mich deshalb als Einziger an die Wahrheit über Logan? Mein Großvater. Du sagtest, du seist mein Großvater. Wenn das stimmt, warum wusste ich nichts davon? Du warst schon vor dieser Horrorgeschichte Teil dieser verkorksten Familie. Ich war ein miserabler Vater für Freya. Das hat deine Mutter nicht verdient. Kein bisschen. Es wurde alles gesagt. Es vergeht kein Tag, an dem ich das nicht bereue. Aber dein Vater hat es nicht einfacher gemacht. Wer ist sein Vater? Ich weiß, Freya ist tot. Deshalb möchte ich mich entschuldigen. Es tut mir leid, Saga. Ich sehe, dass es ihm leid tut. Mama sagte, sie wollte nichts mit Opa zu tun haben. Und dass mein Vater gestorben wäre, als ich noch sehr klein war. Wer ist dein Papa? Alles passt. Thor und Odin gehören zu meiner Familie. Der ich Klicker. Hab den Klicker. Kann ich damit meine Tochter retten? Ein Verstärker. Dreh die Gitarre auf und lass das Schlagzeug krachen. Zerfetzt die Realität. Der Lichtschalter allein genügt nicht. Wir haben es mit Toms Geschichte zu tun, also muss auch er sie umschreiben. Okay. Dann muss er nur noch diesen Schalter umlegen und das war's, Baby. Ich kann den Klicker nicht ohne Wake benutzen. Tom bedeutet Wake. Er muss erst die Geschichte umschreiben. Ohne ihn kann ich den Horror nicht aufhalten. Okay, das heißt, wir müssen nochmal in seine Parallelwelt rein. Beziehungsweise die Realität wechseln. Freya hat nie zurückgeblickt. Sie war stark. Freya wusste schon immer, dass unsere Mächte gefährlich waren. Odin und ich hätten lieber die Finger davon gelassen.
Deine Mutter hatte Verstand. Sie hat dich gut erzogen, auf dich aufgepasst. Es wundert mich nicht, dass sie dir nicht davon erzählt hat. Sie hat mich immer beschützt. Als ich Mama von meinem Gedankenraum erzählte, nannte sie ihn eine Erfindung. Ich wünschte, sie wäre ehrlicher gewesen. Zumindest am Ende. So, mein Vater. Mama sprach nie über meinen Vater. Kanntest du ihn? Manche Dinge sollte man ruhen lassen. Dein Vater war ein komplizierter Bastard. Er dachte immer zu weit voraus. So funktionieren wir nicht. Dann gab es Probleme und er verschwand. Ich kam damit nicht zurecht. Und Freya wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Kein Wunder. Ich kannte Papa nicht oder Mamas Familie. So viele kaputte Beziehungen in meiner Vergangenheit. Ich werde die mit Logan und David retten. Ich werde sie retten. Okay. Sonst haben wir nichts mehr, gell? Ah, Odin hat hier noch etwas. Ingers Remorse fehlt. Wir nahmen sie mit. Unsere Scham wird zum fahlen Pferd. Oh, Thor, Bruder. Thors Liebe ist in dem Lied zu hören. Ach, das haben wir doch schon erledigt. Okay, weg. Gut. Danke, Thor, für alles. Danke, dass Sie mir das gesagt haben, Thor. Ich muss Wake finden, um dem ein Ende zu setzen. Die Old Gods of Asgard sind bereit zu helfen. Ich und mein Bruder bringen die Bude zum Rocken. Denk daran, deine Tochter ist am Leben. Nur diese Horrorgeschichte hält sie von dir fern. Genau das wollte ich hören. Okay. Danke, Opa. Opa, dann sind wir durch mit dir. Mach dir um mich keine Sorgen, Klein. Ich dachte, wir sind fertig. Der redet einfach immer noch. Arsch zu Odin. Ein paar Gläschen von Andersons feinstem Stoff. Und schon geht es uns wieder gut. Bis bald, Saga. Bis bald, süßer Opi. Gut. Das FBC hält Wake im Sheriffbüro fest. Ich muss Agent Esteves überzeugen. Sie haben Wake und ich habe den Klicker. Wir müssen zusammenarbeiten, um das zu stoppen. So machen wir das. Jetzt haben wir einen Bolzenschneider. Hören Sie mich, nice. Casey. Casey ist weg. Wo sind Sie, Casey? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Konzentration, Saga. Geht zum Büro, zu Wake. Ich würde sagen, wir gehen kurz mal hoch und speichern ab. Und anschließend... Machen wir einen Cut, oder? Machen wir im nächsten Video weiter. Wir haben genug geschafft. Ja, so machen wir das. Wir machen hier mal einmal speichern. Zack. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.